Ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge NHL 20 auf meinem Kanal. Heute spielen wir endlich einmal in der Saison weiter und Freiburg ist einmal wieder einmal zu Gast bei uns in der Ilfishalle. Und wir schauen mal, dass wir diesen Match gerade gewinnen können, nicht so wie der letzte gegen Genf, wo wir 4-3 verloren haben, leider. Und da kommen sie gerade mit einer Top-Chance. Sogar der Chacho haben wir noch aus erstem Goal. Mal schauen, wie sich der diese Saison bei uns kann beweisen kann. Weil vielleicht kommt der Buvanov und dominiert den Chacho, wie es heutzutage im echten Leben ist. Ui, das hat er noch gut gehabt. Ja. Ich würde mal fragen, was haltet ihr eigentlich davon, dass der Di Domenico ab nächster Saison bei unserem Rivalen heute am Abend spielt, also bei Freiburg? Und vor allem, warum als wir den Schmutz überkommen, ich weiß gar nicht, wie er noch heisst, da, zum vollen Namen, was ihr von dem haltet. Und ja, schreibe das mal in die Kommentare ab, es würde mich mal interessieren, mal andere Meinungen zu hören. Da hat er auch schon gehabt. Ja, und ich würde mal sagen, tut euch austoben in den Kommentaren und ich versuche da mal das erste Führungsgoal zu schiessen, als wir da schön ein Poster haben für den Match. Und was ich gerne euch noch wollte, ist fragen, sollen wir den Di Domenico in dieser Season zu Freiburg wechseln und wer sollen wir von Freiburg überkommen? Zum Beispiel der Brodin oder der Bykov, weiß ich gar nicht, ob der schon aktualisiert worden ist. Hier. Aber das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Trades wir in den nächsten paar Folgen sollten vollenden. Und und dass wir nachher einiges mehr oder weniger ein stabileres Kader überkommen, was wir eigentlich schon haben. Aber, wer weiß, vielleicht fällt jemand eine bessere Idee ein für einen anderen Spieler. Und das nimmt mich mal Wunder. So, jetzt müssen wir auch einiges uns konzentrieren, dass wir da nicht mal gerade den Gegentreffer bekommen. So, Kuonen. Komm da und jetzt Personen, unser Passfinal Topscore verkackt mal sein Trickli. Sehr schön, das Stoinov. Ganz knapp Save vom Chacho. So, Pesan kommt mit dem Roby Earl, der leider auch verletzt ist. Und da kann er sich die Scheibe wieder zurückerobern. Mit dem Dostoinov und da ist 1-0 mit dem Pesan. Er schlägt wieder einmal zu, wie er es eigentlich immer macht. Oh mein Gott. Was für ein schönes Goal. Hügene und... Team. So, aus dem Offside raus. So, Hügene, da kommst du noch über. Sehr schön abgefangen vom Schild. Da ist die junge Linie drin. Zwar, das mal mit mir das Linkkind oder... Nein, Melalind, oder wie man den auch noch ausspricht, tut mir leid. Aber der Sterni ist auch noch drin, ich weiß gar nicht, ob ich den Inalbo auf der Reservebank habe, müssen wir mal einwechseln. Und im Luther Geschwafel bekommen wir da noch den Ausgleichstreffer, scheiße nochmal. Ups. So, und das müssen wir gerade ändern. Oh, sehr schön. Oh. Ja, und das geht gerade die nächste Strafe gegen Tigers. Eieiei. Das hätte ich nicht wollen. So, mal schauen, ob wir da ein Unterzahl-Goal bekommen.
Mal schauen, wer sich da anbietet und... Oh, sehr schöner Save vom Chacho. Und gute Böckeroberung. Oh, fast hätte ich eigentlich den Between the Legs machen, aber irgendwie ist er nicht ganz so fertig geworden. Ja, weil... Nein, und das geht gerade noch die nächste Strafe. Oh, knappe Safe. Einfach in der Mitte bleiben und Störarbeit. Nein! Uiuiuiui. So, Canyon! Und sie verkacken es gerade. Ey, Scheiße, du. Aber der Lard kann befreien. Er kann sehr gut befreien, sogar mit der Scheibenball vor das Goal laufen. Ja, sehr schön Zeit vertrödeln. Und der Canyon holt da eins oder zwei schöne Spielzüge raus. So, es ist immer noch 5 gegen 3. Und sie haben einfach 2 Schüsse aufs Goal können machen. Und der Buvanov, ah nein, der Chacho, leid, hat es souverän pariert. So, überspringen das Zeug da. Und da machen sie tatsächlich noch das 2-2, bevor wir ins zweite Drittel gehen. Unglaublich. Ey, hure Sache. Schade. Aber wir probieren jetzt da gleich noch da zu haben, als sie nicht gerade noch das 3-2 machen. Sehr schön. Oh mein Gott. Ah, der blockt er, das Scheissböck. Und nachher kommt er auf die gegnerische Schaufel und landet er halt hinter dem Chacho. Ja gut, was wollen wir da noch machen? Ein Ausrufezeichen setzen und gerade mit dem nächsten Goal von den Tigers nachlegen. So inwiefern das funktioniert da noch. Uiuiui. Das kann einfach nicht so weitergehen. Und tatsächlich kann er sich noch freispielen. Oi. Ich glaube, da muss jetzt gerade in der nächsten Zeit mal ein Timeout genommen werden, dass die lieben Herren sich da mal zusammenreissen. Sehr schön. Personen, wo bist du? Der Max noch? Nein. Er bekommt ihn nicht! Oh mein Gott! So jetzt. Sehr schön. Personen. Schade, er hat es probiert! Und das Bulli verlieren wir dann auch wieder. Das ist gerade ein bisschen schlimm da. So, Schild der letzte Mal wieder. Aber er kann souverän klären. Oh! Ah, schade. Gute Chance. Lardi mit dem nächsten Angriff. Das hätte eigentlich ein Pass in die Mitte sein sollen. Eigentlich. Und alle säckeln wieder hinterher. Was ist da los? So, aber wir machen da endlosen Stopp jetzt. Und tatsächlich, der Lardi hat ein bisschen Differenz aufgestellt. Nein, Spass. Es fehlen nur noch 3 Goal und die machen wir auch im nächsten Drittel hoffentlich auf jeden Fall, weil so viel Goal kassieren ist nicht gerade so geil. Jedes Mal, jeden Match. Ja, könnte besser laufen. Oh, Stahlberg tankt sich da schön durch. Uiuiui.
Und ich glaub's nicht, ey. Chacho. Ich glaube, den Chacho müssen wir auswechseln. 6 Kisten eingelassen. Ja. Die Verteidigung von uns ist auch nicht gerade hervorragend, aber... Ja, ein Schuss aufs Goal. Was wolltest du noch mehr machen? Schade. Schade, dass wir so ein Spiel so aus den Händen geben können. Aber es ist noch nichts verloren. Schöne Störarbeit machen davor, aber ohne Erfolg. Oh mein Gott, das hat er jetzt gerade gemacht. Hätte einfach die Scheibe nicht mitnehmen. Nein, natürlich, natürlich. Scheissdreck. So, jetzt. Was für eine Parade vom Pera. Meine Güte, du. Schade. Oh. Schöner Check vom Sebastian Schild. Uiuiui, aber da... Ist jetzt nicht gerade nicht gut, dass da keiner den Böck übernehmen. Und warum gibt es jetzt da eine Strafe? Hoi, das hätte jetzt auch böse können enden. So, Maxwell gewinnt das Bulli. Oh, komm da! Spiel dich ein bisschen frei. Wird leider nichts. Was für ein Save vom Ivars. Oh mein Gott. Er tut ihn gerade noch so ablenken, als er übers Goal geht. Hui, hui, hui. Sehr schöner Block. So, genau die Defense wollte ich eigentlich gesehen und nicht anders. Hey, gerade die besten Chancen in Wunderzahl noch gehabt, gibt's ja nicht. Und gerade ein hure Hühnerkäu vor unserem Goalie da. Ich glaub's nicht. Sterny holt da nicht den Shorthander raus. Und sichert ein weiteres Goal für Tigers. Aber es wird sehr knapp, was wir das noch drehen können. Das wird. Uiuiui, ja, das wird sehr knapp. Und der verliert da gerade die Scheibe wieder. Oh, was für ein Hammerschuss. Oh, der hätte eingehen können. Schade. Wo ist die Scheibe? Buvenhoff, tiptop, er hat sie. Wunderschön. Sehr schönes Bulli gewinnen, aber... ...doch noch gewonnen. So, Neukomm, wo bist du? Da ist der Neukomm! Oh mein Gott, er hat es doch noch geschafft! Huiuiui, ui, ui, das wird doch noch spannend, die hure Sache da. Das Bulli direkt gewinnen. Führen gehen. Eine positionieren. Oh, aber übers Goal geschossen. Sehr schön abgefangen. Robbie Earl. Pass über. Und was für ein Save von Pera. Oh, ganz stark. Und einmal mehr abdrücken. Und das war auch ein grandioser Save von ihm. Di Domenico, hallo. Alles easy. Ja, moin. So, 2 Minuten sind noch auf dem Timer.
eigentlich drei. Mal schauen, ob wir das noch können irgendwie verwerten oder so. Sehr schöne Defense-Arbeit vom Hügener. Nein, er kann die Scheibe nicht mitnehmen. Aber dafür der Kuonen, der da die Scheibe abluchst. Schöner Check. Nein. Oh, gute Chance. 46 Sekunden, 3 oder nur 2 Goal. Machbar. Machbar. Aber dafür müsst ihr reingehen. Ja, und nicht Foulpass geben, meine lieben Leute. Ja, das wird, glaube ich, definitiv nichts mehr. Vielleicht mit einem Goal, ja. Aber die machen da gerade so extremen Druck bei uns vorne. Ja, Bubenhoff hat alles gehabt jetzt im letzten Drittel. Oh mein Gott, und wir verlieren die Party mit 6 zu 4. Leider. Leider. Und wir gehen doch gerade mal schauen, wer als wir könnten wechseln und wer als wir könnten holen. Geschwind gerade die Reihen anschauen. Wer wir überhaupt da drin hatten. Und da die Person ist tatsächlich noch Topscore geworden nach dem Spiel. Und der Kuonen. Nein, da wollte ich eigentlich aus. Der Kuonen ist da verletzt worden. Nicht gerade so optimal. So, der Team. Ja, gut. Da müssen wir ein bisschen wechseln. Der Inalbo ist da. Der kommt dafür ein. Mit der jungen Linie da. Das Toinov einen führen. Gut. Ja. Verteidiger haben wir nicht angeschaut. Wer haben wir da? Da haben wir alle drin, die wir drin haben. Ja. Nee, ich würde mal sagen, ich bedanke mich, dass ihr bis dahin geschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, was auch immer. Bis zum nächsten Match von den Tigers.